Ich bin so glücklich und stolz, Ihnen heute endlich meine Fairylandia Lenormand Zusatzkarten vorstellen zu dürfen. Keine Sorge, es wird nicht langweilig. Wir werden nicht einfach nur durch die Karten gehen, sondern direkt kombinieren. Das heißt, wir machen hier Praxisarbeit mit Hilfe von Zweierkombinationen. Und dabei wird es einige sehr spannende und aufschlussreiche Kombinationen geben. Den Kuss bewahre ich mir bis zum Ende auf. Die Kombination mit der Kusskarte ist phänomenal. Warten Sie es ab. Zunächst werden wir uns mit anderen Kombinationen beschäftigen, die ich persönlich besonders wichtig finde, bedeutsam und die aus meiner Sicht in keiner Lenormand-Deutung fehlen dürfen. Und der Riesenvorteil solcher Zusatzkarten ist die gestochen scharfe Präzision. Genau die werden wir jetzt erleben. Und ich möchte noch kurz dazu sagen, dass ich es heute mal etwas umgestalte im Vergleich zu sonst, wenn ich Zusatzkartenkombinationen vorgestellt habe, aus meinem Epic Light Lenormand, aus meinem Kingdoms Knight Lenormand Zusatzkarten, dann habe ich eigentlich immer nur eine Zusatzkarte genommen plus eben eine weitere Karte aus den klassischen Lenormand-Karten, aus unserer traditionsreichen, ehrenwürdigen Reihe. Dieses Mal ein bisschen anders. Es wird auch Kombinationen geben, so wie diese hier, wo zwei Zusatzkarten zusammenkommen. Das haben wir also vorher noch nicht erlebt. Das ist jetzt ein Novum und ich freue mich ganz besonders drauf. Wir beginnen mit dem Salon und der Quelle. Der Salon ist altbekannt. Ich habe zum Beispiel hier das Pendant dazu aus dem Kingdoms Knight Lenormand. Der Salon ist oder muss in jeder Zusatzkartenreihe vertreten sein. Er darf nicht fehlen. Warum? Es ist die Datingkarte. Und wie könnten wir darauf verzichten? Also geht es beim Salon um Dates, um Begegnung. Und die Quelle ist eine neu eingeführte Karte. Die Quelle in dieser feen- und elfenhaften Welt des Fairylandia ist natürlich ein Ort, der nicht nur wunderschön ist, sondern an dem auch alles sprudelt und sich im Flow befindet. Daraus können wir eine Bedeutung ableiten, eine zentrale Bedeutung dieser Karte, nämlich die Dinge laufen von selbst, sie sind im Flow. Wie lässt sich das jetzt mit dem Date kombinieren? Also, es geht um ein Date oder um eine Begegnung, die von alleine zustande kommen. Man muss nichts dafür tun. Man kann vielleicht auch gar nichts dafür tun. Es läuft von selbst. Und das können wir wirklich durch keine andere Kombination so deutlich darstellen und so selbstverständlich, so dass wir gar nicht erst hinterfragen müssen, was diese Karten im Einzelnen bedeuten. Es springt einen förmlich an. Und das ist eben dieser große Nutzen der Zusatzkarten, dass viele Bedeutungen sofort auf der Hand liegen. Und das haben wir eben hier bei der Quelle. Es geht überwiegend darum, dass die Dinge von selbst ins Rollen kommen. Also, eine wunderschöne Bedeutung, die wir hier gewonnen haben, sehr nützlich, auch vor allen Dingen für Liebes- und Beziehungsfragen. Und jetzt kommen wir aber zu einem ganz anderen Beispiel. Und diese Kombination, die muss man unbedingt auf dem Schirm haben. Wer die Zusatzkarten aus meinen anderen Decks kennt, der ist bereits vertraut mit der Giftkarte. Auch sie darf natürlich nicht fehlen, denn es ist eine Warenkarte, eine Gefahrenkarte par excellence. Ich habe hier mal das Gift aus dem Kingdoms Knight Lenormand ausgelegt und einfach nur mal, um diese beiden Karten zusammen darzustellen. Sie werden nämlich einen Unterschied bemerken. Hier haben wir ein klassisches Gift und in der Welt des Fairylandia finde ich ein Gift irgendwo so ein bisschen deplatziert. Dafür habe ich giftige Pilze ausgewählt. Das heißt, diese Pilzkarte hat exakt dieselbe Bedeutung wie alle anderen Giftkarten. Und von der sprechen wir jetzt kurz mal. Also Gefahrenkarte, Warnkarte. Es geht um Situationen, um Dinge, um Menschen, um Beziehungen, um was auch immer, die toxisch, schädlich,
und krankmachend sind. Das ist der Hauptbegriff dieser giftigen Pilze. Jetzt haben wir daneben eine andere Karte, die nicht minder gefährlich aussieht. Es handelt sich um das Spinnennetz. Das Spinnennetz ist vollkommen neu. Damit müssen wir uns auch erst anfreunden. Es ist eine Karte, die für komplexe und komplizierte Beziehungen steht. Natürlich hat sie noch mehrere Bedeutungsebenen, aber das ist eine primäre Bedeutung. Überhaupt ist es so, dass alle Karten, die ich jetzt hier vorstelle, immer noch weitere Bedeutungen haben. Die sind alle in dem Booklet ausführlich dargestellt. Ich picke mir jetzt so den Haupttenor jeder Karte heraus. Und genau das ist es beim Spinnennetz, komplexe, komplizierte Beziehungen. Dazu benötigen wir den Ring nicht. Der Ring steht ja erst einmal auch nur für Beziehungen völlig neutral gesehen und im Allgemeinen. Und beim Spinnennetz haben wir im Gegensatz dazu schon eine Qualifizierung sozusagen, eine Kategorisierung der Beziehungsart, nämlich kompliziert und komplex, mitunter eben toxisch. Und eine weitere Bedeutung dieser Karte, von etwas eingenommen oder gefangen genommen werden. Jetzt, wenn wir das beides übereinander lagern, dann entsteht eine Aussage, nämlich die Gefahr, für jemanden leichte Beute zu sein, sich ausnutzen zu lassen. Das ist also eine primäre Aussage, die wir dadurch treffen können. Und ich finde, so ein Hinweis ist ungeheuer wichtig, auch wiederum schwer durch andere Karten darzustellen. Klar, es gibt irgendwo den Fuchs, die Wolken und so, aber so ganz klassisch für das Prinzip des sich ausnutzen Lassens, leichte Beute zu kriegen, jemanden über den Tisch zu ziehen oder einfach in die Fänge von jemandem zu geraten, das ist nochmal so eine, hat nochmal so eine eigene, so einen eigenen Schnack, so eine eigene Qualität. Und die wird eben speziell durch die Pilze mit dem Spinnennetz dargestellt. Es kann sich auch um eine Beziehung handeln, die so kompliziert ist, dass sie toxisch wird und man sich in dieser Beziehung, hier Spinnennetz, gefangen fühlt. Sie merken schon, es wird ungeheuer konkret, wenn wir hier mit diesen Zusatzkarten herangehen. Und genau das wollen wir jetzt fortsetzen, indem wir uns einmal Zeiten anschauen. Urzeiten. Die Uhr darf nämlich in keiner meiner Zusatzkarteneditionen fehlen. Sie ist immer ein bisschen anders dargestellt, manchmal auch als Sanduhr wie im Kingdom's Night. Und hier aber haben wir wieder, eine klassische Uhr, möchte ich nicht sagen, eingebettet in eine Zauberwelt. So. Aber auch dort kann man eben auf die Uhr schauen und dadurch Zeit messen. Das ist genau der Sinn und Zweck einer solchen Zeitkarte. Und wie genau das funktioniert, finden Sie im Booklet zum Fairylandia. Die Uhr gibt es ja im Übrigen auch, Sie sehen es schon hier, im Epic Light. Und in jedem Booklet sind alle Kombinationen der Uhr mit den Lenormand Hauptkarten dargestellt. Und damit verbunden alle Zeitangaben. Ich habe jetzt ein Beispiel herausgepickt, weil ich das mit am schönsten finde. Nämlich die Uhr in Kombination mit dem Herz. Es geht dabei um einen selbstgewählten Zeitpunkt bzw. einen selbstgewählten Zeitraum. Man könnte davon sprechen, dass ein Wunschtermin möglich ist. Und es handelt sich um das perfekte Timing. Das ist sowas von schön und wieder mal muss ich betonen, sowas kriegen wir durch keine andere Lenormand-Karte dargestellt. Das funktioniert einfach nur mit der Uhr. Und jetzt wissen Sie, wovon ich am Anfang gesprochen habe, dass es darum geht, Aussagen mit den Zusatzkarten zu präzisieren. Das ist der große Vorteil, der große Mehrwert. Und genau das gelingt uns hier an dieser Stelle vorzüglich. Als nächste Kombination sehen wir vor uns das Portal, altbekannt aus den anderen Zusatzkarten. Hier das Beispiel aus den Epic Light Zusatzkarten.
Ich entdecke gerade auch eine gewisse Ähnlichkeit. Also auch das könnte das Portal des Fairylandia sein, ist mir jetzt gerade zum ersten Mal aufgefallen. Aber hier haben wir die Original-Fairylandia-Karte noch etwas mystischer und zauberhafter. Und die Bedeutung des Portals ist eine super wichtige, denn mit dem Portal geht es mal grundsätzlich immer um etwas Neues, aber auch um Dinge, die bereit sind. Etwas ist soweit, ja. Und damit betritt man natürlich eben auch eine ganz neue Ebene. Dann haben wir hier noch die Glaskugel, die sich großer Beliebtheit erfreut. Und deswegen habe ich sie auch in jedem Deck aufgenommen. Die darf nie fehlen, genauso wie das Portal. Das sind eben ja altbewährte Kandidaten. Die Glaskugel steht grundsätzlich für eine Zeit, die noch nicht reif ist. Damit ist sie im Grunde genommen ein Gegenspieler zum Portal. Also Zeit, die noch nicht reif ist, die Antwort gibt es einfach gerade nicht. Ja, also man kann daraus schließen, dass etwas zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bereitsteht, wenn wir uns jetzt nur die Glaskugel betrachten. Und es ist ungewiss, wann es kommt. Deswegen ja auch die Glaskugel, die in die Zukunft schaut, und manches davon ist eben nicht zu sehen. Also, mit dem Portal in Verbindung, mit diesem Gegenspieler, bedeutet das, etwas ist noch nicht so weit oder jemand ist noch nicht bereit. Die Zeit für einen Neuanfang oder für eine Veränderung ist noch nicht gekommen. So kann man diese beiden Polaritäten miteinander verknüpfen und kommt dann auch wieder zu einer schlüssigen Aussage. Eben habe ich schon von Gegensätzen gesprochen und die versinnbildlichen sich in aller Deutlichkeit hier auch mit dem Feuer und den Eiskristallen. Vorsicht, die Eiskristalle sind nicht die Winterkarte, die gibt es separat. Es gibt 4 Karten für 4 Jahreszeiten, wodurch wir einfach das Thema mit den Zeitangaben, was wir vorhin schon angesprochen haben, nochmal besser verbildlichen können. Also Jahreszeiten sind sowas von hilfreich. Später kommen wir direkt noch auf den Sommer zu sprechen. Jetzt sprechen wir aber erst einmal über ja diese Polaritäten. Eben hatten wir schon mit Portal und Glaskugel. Hier ist es noch viel klarer zu sehen, dass es sich um Gegenpole handelt. Das Feuer, das natürlich für die Energie, für die Wärme steht. Feuer hat auch eine zerstörerische Kraft, aber auf Eis wirkt es positiv. Kommen wir gleich dazu. Die Eiskristalle an sich stehen für eine Erstarrung im übertragenen Sinne, für eine Eiszeit. Etwas ist wie eingefroren, also ein Zustand, in dem sich nichts mehr bewegt. Hochinteressant für die Deutung. Wir können daraus so unglaublich facettenreiche Aussagen ergründen. Es ist es ist sowieso faszinierend, was sich da alles ergibt und für mich auch jeden Tag aufs Neue eine äußerst spannende Reise. Also, nehmen wir die Eiskristalle mit dem Feuer zusammen und schon haben wir ein Feuer, das das Eis zum Schmelzen bringt. Man spricht auch von einem Icebreaker, also ein Eisbrecher. Das heißt, das Eis bricht hier sehr schnell. Man kann im übertragenen Sinne auch davon sprechen, dass etwas wieder erwärmt wird. Also es wird etwas wieder aufgewärmt, wie wenn wir was aus der Tiefkühltruhe nehmen und einen Topf werfen und uns warm machen. Also wird wieder etwas aktiviert, was vorher auf Eis lag, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde diese Bedeutung wunderschön und einprägsam. Manch einer von Ihnen erinnert sich vielleicht noch an eine alte Ausgabe von den Zusatzkarten für das Lichtblick Lenormand. Es ist wirklich schon lange her, die Karten waren irgendwann ausverkauft und es waren auch nur 9 Stück an der Zahl und ich habe sie nicht wieder aufgelegt, obwohl auch immer wieder die Nachfrage da ist. Aber ich möchte mich nicht mehr nur auf 9 Karten reduzieren, sondern ich möchte eben immer ein Komplettpaket mit 36 Karten. Und das ist bisher jetzt schon zweimal gelungen, hatten wir schon mit Epic Light und Kingdom's Night. Jetzt mit dem Fairylandia. Und da habe ich die Glocke wieder aufgegriffen. Die war nämlich in diesen Lichtblick-Zusatzkarten drin und eigentlich eine sehr, sehr wertvolle Karte. Und ich habe mir gedacht, die muss eigentlich unbedingt wieder ins Spiel kommen, weil sie solche
ganz, sie macht alarmierende Aussagen. Es ist eine Alarmkarte. Und deswegen ist sie so bedeutsam. Die Glocke steht also dafür, dass eine Aktion gefragt ist. Es geht darum, ins Handeln zu kommen. Nicht mehr lange fackeln, tun. Und daran erinnert die Glocke mit ihrem Erscheinen. Sie kann aber auch daran erinnern, wachsam zu sein. Ja, also so auf der Hut zu sein. Es ist, sind beide Aspekte möglich. Jetzt haben wir sie hier in Verbindung mit den klassischen Routen. Über die Routen und die Bedeutung braucht man nicht sprechen. Habe ich in zig anderen Videos behandelt. Auch auf meinem Lenormand-Blog, den es ja nun schon fast 13 Jahre gibt. Das ist unglaublich. Prall gefüllt mit Wissen, also und das alles kostenlos. Besuchen Sie ihn gerne, der Link ist immer in der Infobox. Und natürlich sind die Routen auch in meinen Büchern in aller epischer Bandbreite behandelt worden. Also mehr kann man, glaube ich, gar nicht mehr sagen, als wie das, was zum Beispiel auch in der fabelhaften Welt des Lenormand drin steht über die Hauptkarten. Und somit ist klar, was die Routen bedeuten. Jetzt verknüpfen wir sie nur noch mit der Glocke. Das bedeutet eine Aufforderung, etwas auszusprechen. Oder eine Aufforderung, einen Konflikt auszutragen. Oder wir sprechen wieder von der Aufforderung. Die Glocke, die ist wie so ein Tritt in den Hintern. Ja? Mach endlich. Und das heißt auch die Aufforderung, es ist Zeit, eine Verhandlung oder ein Gespräch zu führen. Also immer geht es darum, in Aktion zu treten und mit den Routen eben Kommunikation aufzubauen, ganz gleich welcher Weise. Das erschließt sich dann nur über die Situation und natürlich auch die Fragestellung und wie immer über den Rest des Kartenbildes. Jetzt kommt eine meiner Lieblingskombinationen. Die Brücke ist natürlich schon lange vertreten, auch in den anderen Zusatzkartendecks. Wir kennen sie eigentlich schon zur Genüge. Nicht aber den Abgrund. Den habe ich erst bei den Kingdoms Knight Karten eingeführt und hier ist er jetzt eben wieder vertreten. Und schauen Sie sich das mal an, wie wunderbar die miteinander harmonieren, diese Blautöne. Und ach, ich bin so begeistert von diesem Zusammenspiel der Farben. Also, die Brücke steht für die Überwindung von Hindernissen und bietet somit Lösungen an. Das ist der Grundbegriff der Brücke. Beim Abgrund sieht es ein bisschen anders aus. Das ist wahrlich eine der negativsten Karten überhaupt. Also wir können sie direkt von mir aus zum Turm stellen. Ja? Und wenn sie nicht sogar noch ein bisschen negativer ist. Und es gibt nur sehr wenige Karten, die den Abgrund überwinden können. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Vorher noch, der Abgrund steht grundsätzlich für Leere, Verlust und Dinge, die zu nichts führen. Ich habe übrigens in dem Booklet zu den Zusatzkarten alle Bedeutungen jeder Einzelkarte genau aufgeführt. Das heißt, da finden Sie wirklich das volle Spektrum zu jeder Karte. Ich nenne jetzt jeweils nur Ausschnitte. Also, ich habe davon gesprochen, der Abgrund kann von ganz wenigen Karten überwunden werden und eine davon ist die Brücke. Denn mit der Brücke ist es möglich, über diesen Abgrund drüber zu kommen. Im Video zu den Kingdoms Knight Zusatzkarten Kombinationen hatten wir die Sonne. Und die Sonne ist auch eine der ganz wenigen Karten, die es schafft, über dem Abgrund zu stehen. Das ist naturgegeben. Also kann auch die Sonne, wie die Brücke, den Abgrund meistern. Es geht also darum, eine Lösung für ein scheinbar unlösbares Problem zu finden. Echt genial, ja? Und sich damit von diesem Abgrund, wenn man sich unten befindet, wieder nach oben zu hangeln, neuen Halt zu kriegen und somit eben auch eine tiefe Krise zu überwinden und etwas zu meistern, von dem man es niemals für möglich gehalten hat. Und von daher ist diese Kombination unglaublich wertvoll und auch durch keine anderen Symbole so präzise darstellbar. Jetzt habe ich zwei äußerst positive Karten herausgepickt und ich liebe diese Regenbogenkarte. Also das muss man sich mal anschauen. Das ist ja wirklich eine
Traumlandschaft und ein Regenbogen war sowas von fällig. Ich habe eigentlich immer nur drauf gewartet, nur er hat für mich nicht in diese etwas düstere, dunkle Welt des Kingdoms Night gepasst. Da gehört nun mal kein Regenbogen rein. Ja, wenn wir von einem nächtlichen Königreich sprechen, dann stellen wir uns wirklich keinen Regenbogen vor. Im Epic Light fand ich sie fürs Epic Light fand ich den Regenbogen auch nicht geeignet. Jetzt aber war es endlich soweit und ich habe ein bisschen gezaubert und diesen Regenbogen erschaffen. Daneben befindet sich das Elixier, auch eine Karte, die ich jetzt neu eingeführt habe. Und auch diese Karte, die war dringend nötig, denn sie ist ein Symbol für Gesundheit und Heilung. Dadurch können wir ein Stück weit den Baum entlasten. Der Baum hat sehr viele Bedeutungen. Und manche davon sind eben komplett unterschiedlich. Beim Baum können wir von der Vergangenheit sprechen. Beim Baum können wir aber eben auch von Gesundheit sprechen, von langen Wartezeiten und so weiter. Also der Baum bietet uns so viel an, dass es manchmal gar nicht klar ist, welche Bedeutung in dem Einzelfall in den Vordergrund treten möchte. Und Zusatzkarten haben eben auch die Aufgabe, die altbewährte traditionelle Reihe an Lenormand-Karten ein Stück weit in ihrer überhäuften Symbolik zu entlasten. Das heißt, sie entziehen den alten Karten Bedeutungen, nehmen sie auf und stehen dann einfach nur dafür und für nichts anderes. Und genau das tut das Elixier in vorzüglicher Art und Weise. Das heißt, alles, was sich um Vitalität und Gesundheit dreht, um Heilung, haben wir jetzt hier verankert in dieser Karte. Den Baum können wir, wenn wir das wollen, somit eben für seine anderen Bedeutungen sprechen lassen. Gesundheit haben wir dahin ausgelagert. Das ist eine wundervolle Strategie, wie man mit den Zusatzkarten sehr, sehr effizient arbeiten kann. Und dann haben wir natürlich den tollen Regenbogen als Zeichen der Hoffnung, als ein positives Omen und er steht natürlich auch für Glücksgefühle. Also, nehmen wir die beiden Karten zusammen, sprechen wir ganz einfach nur von, was heißt nur, ja, sprechen wir von Hoffnung auf Heilung, auf Gesundwerdung, ja. Das ist natürlich niemals ein Versprechen, wenn wir die Karten deuten, ja. Also da bitte ganz vorsichtig sein, aber es ist ein Signal der Hoffnung. So, und das darf es geben. Und es ist ein gutes Zeichen, dass man gesund wird. Man kann diese Kombination auch noch anders facettieren. Also man kann sie auch noch in anderen Richtungen deuten. Es muss nicht nur auf Gesundheit bezogen sein. Es kann zum Beispiel auch heißen, dass eine Situation, vielleicht ein Konflikt, wieder Heilung findet. Ja, oder etwas, was in einem selbst kaputt gegangen ist. Auch dafür kann diese Kombination stehen. Können das wieder auf alles Mögliche übertragen. Aber ganz plakativ habe ich jetzt hier mal das am Beispiel der Gesundheit festgemacht. Irgendwo fehlen darf die Mühle. Die Mühle ist für mich einzigartig, denn sie steht für alles, was mit harter Arbeit zu tun hat, mit Anstrengung, mit Ausdauer verbunden ist. Und auch natürlich mit Mühsal. Ja, das hat eine Mühle so an sich. Die Mühle war deswegen auch schon Vertreter hier im Epic Light Lenormand. Wir lassen die jetzt aber verschwinden. Ich wollte nur mal das andere Symbol zeigen. Und dann haben wir die Mühle hier verknüpft mit dem Sommer. Der Sommer ist natürlich, wie vorher erwähnt, schon eine klassische Zeitkarte. Als solche können wir sie prima nutzen. Aber der Sommer hat auch nicht zeitbezogene Bedeutungen. Das ist für mich immer ganz wichtig. Dasselbe Spielchen auch bei den Personenkarten, wenn wir von der Schlange sprechen, ist ja nicht immer nur die Rede von einer weiblichen Person, sondern die Schlange hat darüber hinaus auch nicht zeitbezogene Bedeutungen. Ja, wie zum Beispiel schwierige Umstände oder Verführung und Versuchung und so weiter und so fort. Und genauso verhält es sich mit dem Sommer. Also, wenn er keinen Zeitbezug darstellen soll, dann steht er als Karte für Dinge, die spruchreif sind. Auch wieder ein Stück weit im Gegensatz übrigens zur Glaskugel. Das ist ja immer das Unvorhersehbare, Nichtgreifbare. Hier haben wir also schon im Sommer ein
konkretes Ergebnis sozusagen oder zumindest ist alles, steht alles bereit. Ne? Die Ernte ist da. Jetzt brauchen wir das nur noch kombinieren mit der Mühle und kommen dann zu dem Ergebnis, man erntet, was man gesät hat. Dieser gute alte Spruch, der gilt genau für diese Kombination. Das heißt, die Früchte seiner Arbeit stehen bereit. Und deutliche Ergebnisse der eigenen Bemühungen werden sichtbar. Also es ist eine so überaus positive Kombination, eine sehr, ja, eine fruchtbare Kombination, so könnte man das nennen. Und zum Schluss die allseits überaus beliebte Kusskarte. Auch eine unverzichtbare Zusatzkarte, deswegen in jedem Deck enthalten. Und hier sehen wir sie auch, wie sie dargestellt ist, im Epic Light Lenormand. Dazu das Pendant aus dem Fairylandia. Die Kusskarte ist für, die muss perfekt sein. Ja, also da mache ich keine Abstriche. Die muss so romantisch und so liebevoll und so herzerwärmend sein. Ja, die muss direkt unter die Haut gehen, wenn man sie anblickt. Und mir geht es zumindest so, wenn ich sie aus diesen Decks betrachte. Der Kuss steht für, na klar, für was wohl? Also für Küssen, aber eben auch für Berührung, für Zuneigung, für Verliebtheit, für Nähe und aber auch für Übereinstimmung. Denn wenn wir den Kuss jetzt zum Beispiel auf ein anderes Themengebiet übertragen, wo körperliche Nähe jetzt mal gar keine Rolle spielt, dann muss der Kuss natürlich auch eine sinnvolle Bedeutung haben und deswegen zum Beispiel die Übereinstimmung. Über einen Hund braucht man gar nicht lang reden, der ist allseits bekannt mit seinen Bedeutungen und deswegen führen wir direkt die beiden Karten zusammen, hier jetzt als Schlusslicht dieser Runde. Und jetzt kommen wir auf mehrere Bedeutungen. Vorher habe ich immer höchstens zwei vorgestellt und jetzt möchte ich aber eine ganze Palette vorstellen zum Schluss, weil das so vielseitig sein kann. Also als erstes, jemand erwartet einen Kuss, ja, oder wartet auf einen Kuss, ja, also erwarten, warten. Und als nächstes, zweiter Punkt, verliebt in einen Freund oder in eine Freundin oder verliebt trotz Freundschaft. Dann dritter Punkt, Zuneigung ist aufrichtig. Das passiert jetzt hier natürlich nicht alles parallel, ne? Also das sind Bedeutungen, die man klar voneinander trennen muss. Es kommt jeweils nur eine davon in Frage, nicht alles auf einmal, aber das dürfte klar sein. Also aufrichtige Zuneigung, vierter Punkt. Das ist jetzt ganz witzig. Jemand schlabbert beim Küssen wegen der Hundkarte. Ja, warum nicht? Auch sowas kann man doch mal darstellen, oder? Ist jetzt ein bisschen mit den Augenzwinkern verbunden, aber ich fand es so witzig, dass ich es unbedingt mit rein musste. Und der fünfte Punkt, Übereinstimmung. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Also zum Beispiel eine Übereinstimmung beim Küssen oder eine Nähe, die sich sehr wohlig anfühlt. Also das passt zusammen, ja. Und das ist jetzt hier der krönende Abschluss gewesen. Ich möchte natürlich Ihnen noch viele weitere Kombinationen vorstellen und ich glaube, dafür braucht es einfach noch mehr Zeit und noch mehr Videos. Ich hoffe, dass Sie jetzt mit dem Material was anfangen können für Ihre Deutung der Fairylandia Zusatzkarten. Das ist übrigens die Rückseite. Und ich freue mich ganz doll darauf, mit Ihnen ja wieder neues Coaching zu machen mit neuen Inhalten. Und Sie sind auch immer so fleißig dabei beim Kommentieren. Das freut mich sehr. Und ich brauche diese Unterstützung auch eben durch ein Like oder durch ein Abonnement, das Sie da lassen. Das unterstützt meine Arbeit und gewährleistet, dass ich sie weiterhin in diesem Umfang machen kann. Alles Liebe!